Yo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderschönen und spontanen Video. Gestern Abend haben die Buddies folgenden Tweet auf Twitter geteilt, meine Freunde. Und ich bin direkt übertrieben heiß geworden, Leute. Ich habe momentan so viel Spaß wie seit langem nicht mehr, diese ganzen Theorien-Videos um Fortnite und den neuen Battle Pass und so weiter und so fort zu stricken. Also, meine Freunde, sind wir natürlich gestern Abend im Livestream direkt hingegangen, haben versucht, ein bisschen Research zu betreiben. Leider Gottes hat das Ganze nicht so gut funktioniert. Wir haben leider keine Meteor gesehen. Dafür habe ich aber jetzt Gamefiles, meine Freunde, und Dinge, die ich euch in-game gleich zeigen kann, die 100%ig belegen, dass diese Meteoriten auf jeden Fall real sind. Beginnen wir erstmal mit dem ersten Clip, meine Freunde, und zwar von Ninja. Hier sieht man ganz genau, wie ein Meteorit direkt neben Ninja einschlägt. Wir können ja mal ganz kurz hier hingehen und ich zeige euch das mal ganz kurz. Guckt mal auf hier, Leute. Ihr seht es jetzt hier. Da ist Ninja und da ist der Meteorit. Ihr habt ihn gerade gesehen. Er schlägt quasi ganz genau neben ihn ein. Ninja hat das Ganze quasi im Livestream auch direkt als einer der ersten reported und gesehen. Es kam quasi direkt ein kleines Update, meine Freunde, und so sind jetzt scheinbar Meteoriten im Game. Vorab möchte ich euch aber erstmal gerne ein paar Aufnahmen zeigen, meine Freunde, von Kometen, die ich gefunden habe im Netz, beziehungsweise von Clips, wo die Kometen unmittelbar neben den Spielern einschlagen. Ich würde sagen, wir schauen uns hier erstmal gemeinsam den ersten an. Schaut euch das mal bitte an. Ihr habt es gehört, meine Freunde, das Ding ist quasi direkt in diesem kleinen Kitty eingeschlagen und hat kein Damage im Boden gemacht. Wie denn auch? Ich meine, den Boden bei Fortnite kann man nicht großartig bearbeiten oder damagen. Aber der Spieler hat auch keinen Schaden bekommen, obwohl er relativ nah daneben gestanden ist, meine Freunde. Ich zeige euch mal jetzt den nächsten Clip. Hier seht ihr quasi das Ganze nochmal aus Jetpacks GG-Sicht, der den Meteoriten nochmal im Replay-Modus anschaut. Und ihr seht hier nochmal ganz genau, Leute, wie das Ding quasi einschlägt. Schaut mal her. Es ist auf jeden Fall einfach nur eine fette schwarze Kugel. Mehr ist es noch nicht. Es sieht einfach aus wie ein Stein. Es ist nicht das von mir vermutete UFO tatsächlich. Ich bin ein bisschen traurig, dass meine Theorie nicht aufgeht. Wahrscheinlich steckt etwas ganz, ganz anderes dahinter. Jetzt ganz kurz zu einer Sache, meine Freunde, die auf jeden Fall wichtig ist. Viele Leute haben nämlich geschrieben, dass die Meteoriten überall einschlagen, außer in Tilted Towers. Ich meine, wir sind hier quasi direkt in Tilted Towers, beziehungsweise an Tilted Towers, meine Freunde. Viele Leute haben bereits auf Reddit rumdiskutiert und haben gesagt, diese Meteoriten schlagen überall ein, außer in Tilted. Was heißt denn das jetzt? Wird Tilted jetzt doch nicht zerstört oder trollt Epic Games wieder und so weiter und so fort? Aber ich habe halt mehrere Clips gefunden, meine Freunde, wo halt die Meteoriten direkt in der Nähe oder, wie halt jetzt zu sehen, unmittelbar in Tilted Towers einschlagen. Schaut euch das mal an, meine Freunde. Der landet direkt auf der Straße in Tilted. Und guckt euch das mal bitte an, meine Freunde. What the hell? Ich meine, hier sieht man eindeutig glasklar, dass hier ein fetter, fetter Meteorit in Tilted einschlägt, meine Freunde. Jetzt zu der Thematik, macht ein Meteorit Damage an Spielern, beziehungsweise kann ein Meteorit eventuell einen Spieler töten? Ich habe jetzt hier einen Clip, meine Freunde, wo es aussieht, als würde der Meteorit instant auf dem Kopf von dem linken John Wick landen, meine Freunde. Und schaut einfach mal ganz kurz, was passiert. Der Spieler steht hier und der Meteorit kommt, super unerwartet. Auf einmal ist er da und bam. Es sieht quasi so aus, als wäre der Spieler hier getroffen worden von dem Meteoriten, aber es ist nichts passiert. Ihr seht danach, John Wick lebt noch. Ihr seht es oben in der Lebensanzeige, meine Freunde. John Wick hat kein Leben davon verloren. Ihr seht hier, alle Leute sind noch genauso voll wie vorher. Ich habe hier noch einen weiteren Clip, der ganz interessant ist. Und zwar gibt es hier einen Clip auf Reddit, den ich gefunden habe, wo ein Mensch tatsächlich in einem Turm ist, wo ein Meteorit ihn trifft. Der komplette Turm wird zerstört. Er kriegt allerdings keinen Schaden. Schaut euch das mal ganz genau an. Jetzt kommt der Meteorit, bam, da ist er und ihr seht, hier steht überall 0, 0, 0, 0, 0. Also es macht scheinbar 0 Schaden an den Wänden, zerstört sie aber trotzdem. Ich nehme einfach mal an, dass die Meteoriten so programmiert sind, dass sie quasi Strukturen und sonstiges zerstören können, Spielern aber keinen Schaden machen. Was ich persönlich als ziemlich cooles Feature erachten würde. Zu meiner Theorie, meine Freunde, und was da eventuell noch hintersteckt, da kommen wir wie gesagt gleich zu. Ich habe hier noch einen weiteren Clip, der ganz interessant ist. Und zwar gibt es hier nochmal einen kleinen Clip, der belegt, dass die Meteoriten auf jeden Fall in der Lage sind, Strukturen und ähnliches zu zerstören. Hier sieht man quasi Shifty Shells, meine Freunde. Von oben rechts kommt jetzt gleich dieser wunderschöne Meteorit und trifft jetzt 1A diese Mauer hier vorne. Bam, und ihr seht das, meine Freunde, das Ding ist auf jeden Fall kaputt gegangen. Ganz interessant auf jeden Fall. Vor allen Dingen, wie gesagt, am interessantesten finde ich vor allen Dingen, Leute, dass diese Dinger einfach keinen Schaden an Spielern machen. Jetzt habe ich noch eine kleine weitere Sache für euch vorbereitet, und zwar hat mir gestern ein Zuschauer, der liebe Alexander Jordan, hat mir gestern quasi Gamefiles von sich zukommen lassen, von einem Meteoriten-Replay, meine Freunde. Das heißt, wir können das Ganze selber auch mal in-game anschauen. Und dann kommen wir gleich zu meiner, ja, wie soll ich sagen, zu meiner Theorie, was eventuell dahinter stecken könnte, beziehungsweise wie sich das Ganze vielleicht entwickeln könnte. Ich habe ja bereits angesprochen, Leute, dass ich davon ausgehe, dass wir auf jeden Fall im neuen Battle Pass eine Sache, irgendwas mit Aliens zu tun haben. Scheinbar sind Aliens jetzt leider doch vom Tick. Ich hätte Aliens ultra, ultra cool gefunden, meine Freunde. Aber es gibt jetzt schon erste Hinweise darauf, was uns im nächsten Battle Pass erwartet. Wahrscheinlich wisst ihr es sogar alle schon. Ich würde sagen, wir jumpen jetzt direkt mal ins Game rein, meine Freunde. Und ich zeige euch mal ganz kurz, wie das dann in-game quasi im eigenen Replay-Modus aussieht. Dickes Danke geht hier nochmal raus an Alexander Jordan. Vielen, vielen Dank, Digga, dass du mir das rausgesucht hast. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal in die Wiederholung rein, meine Freunde. Und gehen direkt mal zu dem Moment hin, wo quasi dieser Meteorit einschlägt. So, hier sehen wir ihn quasi rumlaufen. Auf jeden Fall echt cool, Leute, dass ihr mich teilweise gestern da so unterstützt habt bei der Suche und im Stream immer wieder Videos und Clips reingeschickt hat. Finde ich extrem nice, Leute. Da ist er, da ist er, da ist er. Da ist der Meteorit, schaut mal. Kommt quasi direkt an uns vorbeigeflogen. Das Ding ist nur ein schwarzer Stein, mehr ist das nicht. Und da sehen wir, wie er einschlägt, Leute. So, wartet mal, der muss hier irgendwo einschlagen. Da unten kommt er. Da habt ihr ihn gesehen, Leute. Habt ihr ihn gesehen? Das ist quasi die erste Aufzeichnung, die einer meiner Zuschauer quasi gemacht hat von diesem Meteoriten, Leute. Nur um euch nochmal zu verdeutlichen, dass das, wie gesagt, keine Video-Fakes sind oder sowas, sondern dass das alles real ist. Es ist eine komplette Replay-Mod-Aufnahme hier.
Und ihr seht jetzt hier quasi, zuerst verschwindet der Baum, dann sieht man hier diesen schwarzen Stein, meine Freunde, und der Meteorit crasht dann quasi direkt hier in der Nähe von Dusty Depot in den Boden. Also auf jeden Fall echt eine sehr schöne Aufnahme, ich kann das euch nochmal ganz so zeigen, Leute. Schaut euch hier an, der Baum verschwindet, da kommt der Meteorit und bam, crasht in den Boden, meine Freunde. So sieht das Ding quasi in der Nahaufnahme aus. Dickes, dickes Dankeschön an dich auf jeden Fall, Alexander. Vielen, vielen Dank fürs Raussuchen. Und jetzt, meine Freunde, kommen wir quasi zu dem Part, wo es interessant wird, meiner Meinung nach. Und zwar, meine Freunde, haben wir auf dem wunderschönen Twitter-Account von Fortnite gestern folgendes Bild bekommen. Battle Adapt Win. Season 4 coming soon. Season 3 endet quasi Ende des Monats am 30. Und am 30. soll dann auch Season 4 starten, meine Freunde. Und man sieht hier einen Superhelden in einem Meteoritenschweif drinne. Und damit ist quasi bestätigt worden, meine Freunde, dass das nächste Theme dieses wunderschönen Battle Passes Heroes wird. Das heißt, meine Freunde, wir wissen auf jeden Fall jetzt schon mal, was uns im nächsten Battle Pass für Skins erwarten und was für eine Thematik. Es geht um Helden und Superhelden und sonstige Geschichten. Finde ich vielleicht sogar noch ein Stück weit cooler als Aliens. Ich habe noch etwas anderes gefunden, meine Freunde, was ganz interessant ist. Und zwar haben wir diese Ringe hier gefunden, aus einem alten Superman-Spiel übernommen. Ihr seht hier auf Reddit, dass hier ein User herausgefunden hat. Solid evidence about Season 4 being hero-themed. Jetzt auch tatsächlich mit dem Tweet dazu ist es unabdingbar, meine Freunde. Der nächste Battle Pass wird auf jeden Fall über Helden und sonstiges spielen. Und hier seht ihr quasi nochmal auf Reddit, dass hier ein User herausgefunden hat, dass in diesem alten Superman-Game diese Ringe ebenso existierten, durch die man quasi jetzt als letzte Battle Pass-Aufgabe nochmal durchfliegen kann, um nochmal extra XP zu gainen, meine Freunde. Finde ich alles super, super interessant. Und dann ist mir noch eingefallen, dass ich tatsächlich aus Kindheitstagen wusste, dass Superman eine Attacke hat, Leute, die Meteor-Drop heißt. Ich weiß natürlich jetzt nicht, inwiefern das jetzt zusammenspielt. Aber das Erste, was mir gestern in den Kopf gekommen ist, meine Freunde, ist der gute Superman, der tatsächlich durch diese Ringe fliegt, die ich gestern im Livestream bereits angesprochen hatte, der selber vom Himmel gekommen ist, von seinem ursprünglichen Heimatplaneten, mit einem Meteoriten und die Attacke Meteor Drop hat. Also ich bin mir relativ sicher, Leute. Meine Theorie des Ganzen ist jetzt, dass eventuell die Meteoriten in den Tagen jetzt zunehmen werden. Das heißt, dass eventuell immer mehr Meteoriten kommen werden und nach wie vor Tilted Towers wahrscheinlich nicht zerstört werden wird. Was jetzt da genau im neuen Battle Pass auf uns zukommt, abgesehen von den Hero Skins und eventuell neuen Aufgaben, wissen wir gar nicht. Ob vielleicht wieder neue Waffen gibt, ob es eventuell neue Fallen gibt, ob es eventuell neue Spielmodis gibt. Das wissen wir alles noch nicht, meine Freunde. Fakt ist aber auf jeden Fall, dass Epic Games das super clever gelöst hat, meine Freunde, und mit unseren ganzen Theorievideos und unseren ganzen Gedanken durchgehend gespielt hat, immer wieder falsche Hinweise und ähnliches gestreut hat, meine Freunde. Und ich finde es super, super krass, cool zu sehen, wie diese ganze Community unheimlich darauf abgeht. Es macht mir momentan so viel Spaß, wie seit langem nicht mehr, diese Videos zu machen, weil ich fühle mich gerade wie in so einem kleinen Navy CIS-Film, meine Freunde. Ich denke, ich bin der heftigste Detektiv der Welt, aber eigentlich trage ich nur dumme Theorien und random Gedanken aus dem Internet zusammen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was uns da erwartet. Das sollte mehr eine kleine Sammlung von dem werden, meine Freunde, was uns eventuell erwarten könnte. Ich bin mir relativ sicher, dass die Meteoriten wahrscheinlich zunehmen werden und eventuell noch mehr hinzukommen. Wer weiß, meine Freunde, vielleicht gibt es sogar irgendwann einen Meteoriten-Modus, der quasi dann nur davon tilgt, dass Meteoriten wirklich random vom Himmel kommen und irgendwann Spieler zersmashen. Ich fände es cool für den letzten Tag im Battle Pass, meine Freunde, einfach einen random Meteoriten-Modus zu haben, wo dann quasi Meteoriten immer vom Himmel kommen und irgendwann Spieler töten. Ich fände es so damn cool. Nach wie vor glaube ich, Leute, dass Tilted Towers nicht zerstört wird. Da hat der liebe Patrick auch nochmal ein Video zu gemacht. Schaut euch auf jeden Fall das mal an. Das Video ist in der Videobeschreibung, meine Freunde. Und ja, so viel dazu. Ich bin gespannt, was uns da erwartet. Ich habe auf jeden Fall echt Bock auf den neuen Battle Pass. Wenn ihr Bock auf weitere Theorievideos habt, Leute, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Vielen Dank an die Buddies, die ganzen Leute auf Reddit und die ganzen Videoautoren, die es zusammengetragen haben. Danke nochmal an die ganzen Leute, die mich da gestern im Stream bei dem Research ein bisschen unterstützt haben, Leute. Das war's von diesem wunderschönen Video. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Und wir sehen uns morgen zu einer weiteren Folge Fortnite wieder. Macht's gut, haut rein. Ciao, ciao.